Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute so eine coole Box. Das ist wirklich mega. Denn diese Box ist so eine besondere Zauberbox, weil man kann die in diese Richtung öffnen. Puh, cool, dann hat man zwei Fächer. Und in diese Richtung, dann hat man noch ein Fach. Und das finde ich so gigantisch cool. Ich liebe das einfach, mir macht das total Spaß. Ihr wisst ja, ich liebe auch besondere Kartenformen und das ist wirklich eine ganz besondere Kartenform-kompatible Box, sozusagen. Also das ist eine ganz besondere Boxform und die wäre mit einer coolen Karte bestimmt mega mäßig toll auch. Also wieder ganz witzig gemacht hier. Genau, wir basteln diese Box an unserem Live-Team-Treffen. Das ist jetzt im März, also wenn ihr das Video seht, hatten wir das Team-Treffen schon. Aber gerade für die Teammitglieder, die nicht kommen konnten, die können es natürlich dann nachbasteln oder nochmal basteln, wer teilgenommen hat. Und deswegen mache ich euch da jetzt ein Video. Gesehen habe ich das Ganze bei, ich blende euch hier ein, den Namen, ich glaube Mandys Bastelwerkstatt. Ich habe gesucht im Internet nach einer coolen Verpackungsidee. Und da kam mir dann das wirklich gerade recht, weil ich das total witzig finde und ich hoffe, dass meine Teamies das noch nicht gebastelt haben. Jedenfalls könnt ihr gerne natürlich auch auf diesem Kanal vorbeischauen, wo ich diese Idee her habe. Ich habe auch nicht viel geändert, ich habe nur beschlossen, dass ich das Ganze noch mit Boden mache. Also so ist es ohne Boden und da ist eben noch ein Boden dran, also nicht viel um. Aber ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! Ich habe als Farbkarton jetzt für unsere Version einmal Farbengrün und nehme Grundweiß dazu. Und ein Designerpapier, und zwar habe ich jetzt hier das Designerpapier Tintenkunst, das ist einfach so schön frühlingshaft, passt da jetzt auch perfekt. Als allererstes zeige ich euch mal den Farbkarton. Ihr braucht drei Stücke mit 12x12 cm, dreimal. Dann braucht ihr drei Stücke mit dem Maß 10x4 cm. Ich habe die schon ein bisschen bearbeitet. Dann braucht ihr, das gehört zu diesem dritten Stück, zwei Streifen mit dem Maß 17,5x4 cm. Einen Deckel, der hat 12,3x4,2 cm. Und einen Boden mit 12x4 cm. Und ich habe hier noch einen grundweißen Farbkarton. Der hat das Maß 3,7x3,7. Als Designerpapier, das habe ich mir jetzt hier teilweise schon auf die Stücke aufgeklebt, gebe ich euch jetzt auch alle Maße durch. Ihr braucht insgesamt 8 Stücke mit 3,7x3,7 cm. Dann braucht ihr 2x11,9x3,7 cm. Das sind diese beiden Streifen. Und dann braucht ihr noch für den Boden und für den Deckel eine Mattung sozusagen. Beim Boden könnt ihr es doch weglassen. Das hätte noch das Maß 12x3,9 für den Deckel und für den Boden 11,7x3,7 cm. Alle Maße findet ihr jetzt hier aufgelistet. Ihr könnt gerne ein Pausebild machen und das euch ausdrucken oder abschreiben oder eben Foto machen. Hier in Klammern habe ich immer noch angegeben, wie man das noch ein bisschen einfacher machen könnte. Zum Beispiel, wenn man jetzt das erste Element 24x12 cm schneidet, dann schon mal 4 cm falzt, was wir gleich zusammen machen, dann erklärt sich aber auch, was ich meine, kann man sich ein kleines bisschen, ein paar Arbeitsschritte sparen. Oder wenn ihr das Papier 10 cm mal 12 cm schneidet und euch das Ganze schon mal falzt und danach erst in eure Länge kürzt, dann habt ihr das gleich dreimal. Seht ihr, was ich meine? Also wenn ich mir das ganze Papier so lasse, das schon mal vorfalze, dann habe ich die Falzarbeit nur einmal und danach schneide ich mir das in drei Streifen. Das meine ich damit. Müsst ihr nicht machen, könntet ihr aber. Vielleicht, wenn ihr das schon mal ein zweites Mal gebastelt habt, dann wisst ihr auch, was ich meine und seht schon, wo das alles hingehört und kennt euch da ein bisschen besser aus. Wir machen jetzt aber alles schön Schritt für Schritt, dass wir da gut zusammen alles machen können. Und zwar starte ich als erstes mit meinem Papier, das 12x12 cm ist. Ihr habt das dreimal und macht mit jedem Papier dasselbe. Und zwar falze ich das an jeder Seite bei 4 cm, hier anlegen bei 4 und dann einmal, zweimal, drehen, dreimal, noch einmal drehen und nochmal falzen, immer bei 4 cm. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und aus dem bauen wir uns jetzt eine Schachtel,
nach der anderen sozusagen. Also wir brauchen dann 3 Schachteln, 2 habe ich schon mal fertig gemacht. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch das jetzt an diesem Muster. Also ihr würdet euch jetzt erstmal alle 3 bei 4 cm rundherum falzen. Und jetzt mache ich so, ich schneide mir hier unten so kleine Klebelaschen rein. Ich fange jetzt hier unten rechts an und schneide mir einfach diese Ecke weg. Nur diese Ecke neben der Falzlinie lasse ich als Klebelasche stehen. Dann drehe ich mir das Papier einmal und mache das Ganze nochmal. Ich mache mir die Klebelaschen hier auch relativ breit, nicht wundern, aber ich möchte nachher mit dem entweder mit dem Abreißklebeband arbeiten, da braucht man so ein bisschen breitere Klebelaschen. Aber ihr könnt natürlich auch mit dem Flüssigkleber machen. Dann wäre jetzt die Breite ein bisschen egal. Aber ich gefühlsmäßig schneide ich mir immer zu wenig ab. Also zu wenig, zu schmale Klebelaschen. Und so ist es irgendwie einfacher. Wenn ich da dran denke, ich schneide es gleich breiter. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen. Genau. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass ich immer eine Klebelasche an jeder meiner 4 Ecke hier habe. Und jetzt kann ich das Ganze auch schon super mit dem Papierfalter einmal nachfalten. Und auch am besten die Klebelaschen mit nachfalten. Dann wird es nachher gleich viel einfacher mit dem Zusammenkleben. Und jetzt lege ich mir die Box so rum hin und klebe mir einfach auf jede dieser Klebelaschen ein Abreißklebeband. Ziehe mir diese Schutzfolie ab . Wenn die an manchen Ecken noch so ein bisschen raussteht, dann knicke ich mir die so ein bisschen nach oben, dass sie wirklich nur da ist, wo sie hin soll. Das funktioniert super. Und jetzt klebe ich mir die Box so zusammen. Also ich nehme diese Klebelasche innen rein und klebe mir hier die Box Stück für Stück zusammen. Wer möchte und dann noch ein bisschen so nachruckeln möchte oder so, kann das natürlich gerne mit dem Flüssigkleber machen. Bei der letzten nehme ich schon die eine Lasche auch schon mit rein. Ich persönlich mache es eigentlich am liebsten mit dem Abreißklebeband, weil ich sonst immer pappige Hände habe oder irgendwie gefühlt länger brauche, weil ich immer den Kleber hinmachen muss und dann einkleben und dann muss es noch trocknen und so. Das ist so ein bisschen Gefühlssache, was euch da am meisten am ehesten liegt. Genau, und das Ganze macht ihr jetzt 3-mal mit euren 3 Papieren. Dann habt ihr 3 kleine süße Boxen. Und die stellt ihr euch jetzt so hin, dass sie vom Maß schön gleich sind. Manchmal haben die ein bisschen eine kleine Größenänderung, also dass sie halt hier so schön in einer Linie sind. Manchmal klebt man sie ein kleines bisschen weiter raus, jetzt gerade mit dem Abreißklebeband. Und dann macht ihr euch auf eine Seite Kleber und klebt die Box mit der anderen Box schon mal zusammen. Da nehme ich jetzt auch den Flüssigkleber. Da könnt ihr dann noch ein bisschen ruckeln, die schön am Boden stellen, so dass das schön gerade wird. Und die kriegt auch noch ein bisschen Kleber ab. Dann haben wir unsere 3 Boxen in einer Linie schön angeklebt. Ich finde die Box so cool, so eine tolle Idee. Das ist Schritt 1. Kann jetzt in Ruhe trocknen und wir widmen uns unserem nächsten Teil. Da haben wir nämlich 3 Streifen mit dem Maß 10 x 4 cm und das falzen wir uns jetzt noch. Also, genau,
Ich schnappe mir jetzt diesen Streifen und falze den bei 4 cm an der langen Seite. Klappe es mir auf und drehe mir das Papier einmal um, sodass es auf dem Bauch liegt. Und falze es bei 8 cm. Und wenn ich mir das dann nachfalze, klipp, klapp, und mit dem Falzbein drüber gehe, habe ich diese Form, dass es so in dieser Zickzackwelle ist. Und wenn ich mir das so hinstelle, dann seht ihr schon, klebe ich mir jetzt hier Abreißklebeband wieder drauf. Ups. Auf meine Innenseite, das ist sozusagen meine Klebelasche. Denn das hier, was wir gerade machen, sind die Deckelchen von diesen Boxen. Ich nehme jetzt einfach von allen dreien dieses Klebeband, die Klebebandschutzfolie ab. Okay. Und jetzt nehme ich hier wieder meine Grundbox und diese Deckelchen klebe ich mir jetzt auf einer Seite klebe ich mir zwei an und auf der anderen Seite eins. Und zwar lege ich mir die jetzt hier so hin. Ich würde mir die auch noch hier ein bisschen so abschrägen. Und klebe mir die jetzt hier an einer Seite an, also an die beiden äußeren Teile von außen. Seht ihr das? Wird das von außen so angeklebt und liegt dann so auf. Und zwar hier oben. Schräge ich mir auch noch ein bisschen ab. Und auch hier oben auch wieder von außen ankleben. So, dass das da schön drauf liegt. Dann sieht das Ganze so aus. Und dieses dritte Stück klebe ich mir jetzt von der anderen Seite an. Ups, jetzt klebt alles. Hätte mir die Seiten vorher abschneiden sollen. Und zwar von unten kommt es jetzt hier gegenläufig drauf. Also meine Klebelasche, die liegt jetzt hier unten zum Ankleben bereit. Auch hier, wenn ihr wollt, nehmt ihr vielleicht Flüssigkleber, was euch hier lieber ist. Mir ist es einfach mit Abreißklebeband lieber. Und das ist jetzt eigentlich auch schon der absolute Mechanismus von diesem coolen Teil. Wir haben diese beiden Deckel von oben angeklebt und diesen Deckel von unten angeklebt. Und das ist schon mal der erste große wichtige Schritt für diese tolle Zauberbox. An dieser Stelle noch einen kleinen Tipp. Ihr müsst das Ganze ja mit euren drei Laschen so machen, wenn ihr das euch in drei Laschen geschnitten habt. Wenn ihr das Ganze aber erstmal als kleinen Arbeitsschritt Ersparung als ganzes Papier schneidet, habt ihr das Maß 10 x 12 cm. Und wenn ihr das Ganze dann an der 10 cm Seite falzt, bei 4 cm auf dem Bauch dreht und bei 8 cm und dann in drei Streifen zu je 4 cm zuschneidet, habt ihr eben diesen Arbeitsschritt gespart, dass ihr das dreimal machen müsst, könnt einmal falzen und danach nicht jedes einzeln falzen müsst. Also das ist so der kleine Tipp an der ganzen Sache. Und ihr schneidet euch das Ganze dann eben bei der 12 cm Seite in drei Streifen mit je 4 cm zu. Der nächste Schritt ist diese Umrandung, die ihr noch habt. Da habt ihr noch zwei Streifen mit 17,5 x 4 cm und auch die falzen wir uns jetzt erstmal. Und hier mache ich so, ich falze mir das Ganze einmal bei 1 cm hier auf der rechten Seite. Das ist quasi meine Klebelasche. Drehe mir das Ganze dann rum und falze es mir noch bei 5,1 cm. Dann habe ich dieses Element, das sieht eben genauso aus wie dieses hier. Falze mir mal die Falzlinie nach und schräge mir meine kleine Klebelasche ein bisschen ab. Und jetzt kann ich so machen, dass ich auf diese beiden Elemente schon mal Designerpapier aufbringe, damit es ein bisschen weniger wird. Ihr habt ja da einiges auf dem Tisch liegen. Ich habe hier eben noch ein Designerpapier mit dem Maß 12 cm mal 3,5 cm. Das passt hier hinten super drauf, auf dieses große. Und eins von diesen kleinen nehmt ihr für hier vorne. Und das Ganze klebe ich mit Flüssigkleber auf und mache das natürlich zweimal.
wobei das von der Höhe 3,7 hat, glaube ich. Die Höhe ist 3,7 cm. Also ihr habt das Designerpapier mit dem Maß 12 x 3,7 cm und hier vorne 3,7 x 3,7, damit es schön passt. Und das klebt ihr einfach auf beide Elemente auf. Und ihr habt ja noch euren Deckel und euren Boden. Und hier macht es einfach so, wenn ihr auf dem Boden auch Designerpapier haben wollt, der hat jetzt das Maß 12 x 4 cm, das Farngrüne, klebt ihr euch einfach das Designerpapier in der passenden Größe ein bisschen kleiner auf. Das hat das Maß 11,7 x 3,7 cm und das können wir uns jetzt gleich hier unten auf dem Boden der Box aufkleben. Dann ist die auch von unten sehr schön. Und wir haben noch ein Stück mit dem Deckel, das hat das Maß 12,3 x 4,2 cm. Auch hier könnt ihr das Designerpapier gleich mal draufkleben und das hat das Maß 12 x 3,9 cm. Dann ist auf jeden Fall euer Stapel mit Designerpapier schon mal ein bisschen weniger. Und jetzt können wir uns hier eigentlich schon mal die Umrandung ankleben. Hoppala. Denn das hier, was wir gerade gefalzt haben, ist die Umrandung. Die kommt hier so außenrum um die Box. Und da könnt ihr es auch so machen, dass ihr hier auf die Innenseite ein Abreißklebeband macht oder Flüssigkleber, was euch da lieber ist. Also auf beide Elemente, auf die Innenseite, da habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht, warum es heute nicht klappt. Ich hätte mir die Fingernägel vorher nicht schneiden dürfen, dann ging das alles rucki zucki. So, und jetzt lege ich mir das hier so an, dass dieses kleine Element dann nachher hier drauf kommt. Also ich lege mir das hier schön an, klebe es mir fest und lege mir das Ganze dann hier einmal so um die Box. Aber bevor ich den anderen Teil, also diesen langen Teil mit Flüssigkleber anklebe, nehme ich noch mein zweites Element und klebe mir das hier unten drunter, dass das nachher nicht rausschaut. Auch hier, hoppala, jetzt ist eins wieder abgegangen, das schön anlegen. Und so ein bisschen außenrum legen. Und dann sieht das Ganze so aus, dass das noch ein bisschen wegsteht. Und da mache ich es jetzt einfach so, da trage ich jetzt eine dünne Schicht Flüssigkleber auf, einmal komplett auf das ganze Papier und wickel mir das Ganze sozusagen hier außenrum. Leg mir das immer schön an, dass die Box da wirklich eine schöne Hülle hat und darauf achten, dass es oben und unten gut anlegt, nicht irgendwo übersteht und streichen mir das schön glatt. So. Und bei dem anderen Element mache ich es genauso. Einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf machen und einmal schön außenrum gehen und das Ganze ankleben. Ihr könnt auch mit dem Papierfalter noch ein bisschen innen reingehen. Und das Ganze dann überall festdrücken. Da kommt jetzt überall noch super hin, dass es wirklich schön klebt und fest ist an allen Bereichen. Und jetzt haben wir noch den Deckel, den wir ankleben. Dazu falte ich mir das jetzt einmal ein bisschen runter hier und zeige euch jetzt mal, wie der Deckel da angeklebt wird. Also im Prinzip auf jede der oberen Laschen kommt dieser Deckel mit Kleber. Ich nehme jetzt meine beiden äußeren Klebelaschen, mache da ein bisschen Flüssigkleber drauf und klebe mir jetzt hier den Deckel drauf, indem ich das alles so ein bisschen runterdrücke und meinen Deckel da drauf mache. Und jetzt drehe ich mir das Ganze ein bisschen um und kann hier mit dem Flüssigkleber ruckeln, dass mir der Deckel da schön anliegt. Vielleicht noch einen kleinen Tipp hier, macht es lieber nacheinander, weil so trocknet er vielleicht zu schnell an. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze mit einer kleinen Umrandung schön anzubringen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt an dieses Mittelstück auch noch Kleber drauf. Also am besten ist eins nach dem anderen. Dann könnt ihr das noch ein bisschen besser ruckeln,
Bevor ich weitermache, an dieser Stelle habe ich mir gerade gedacht, wäre es eigentlich schlau, wenn man die Laschen unter den Deckel anbringt. Weil in der Originalbox ist es unter dem Designerpapier und das sieht man immer so ein bisschen. Und wenn man die Laschen aber gleich unter den Deckel anbringt, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Das probiere ich jetzt aus und dann kann ich euch sagen, was besser ist. Genau, und dazu schnappe ich mir jetzt einfach ein Band. Ich habe jetzt hier ungefähr 7 cm und kürze mir das in der Mitte. Ich habe jetzt hier diese goldene Kordel, die passt da super zu diesem Designerpapier. Und habe mir jetzt einfach 2 Stücke gemacht. Ihr könnt auch ein anderes nehmen, was euch so ein bisschen gut gefällt, was zu eurer Verpackung und dem Papier passt. Vielleicht eins, das sich schön so biegen lässt und nicht so verknuddelt. Also ein Leinfaden ist vielleicht nicht ganz optimal. Und ich mache es jetzt so, ich probiere das jetzt aus, dass ich mir das auf den Deckel klebe. Und zwar auf diese Seite hier mache ich ein kleines Stück Abreißklebeband. Und lege mir hier mein Band in so einer Schleife einmal oben drauf. Fädel mir das unten durch und mache es auf der anderen Seite genauso hin. Dass ich einfach rechts und links hier so eine Lasche habe. Ich klebe jetzt hier auch noch ein bisschen Abreißklebeband drüber. Mir ist das lieber nicht, dass das irgendwie wieder aufgeht. So ein kleiner Sicherheitsverschluss sozusagen. Und mache mir die andere Lasche hier auf diese Seite. Auch nochmal Sicherheitsband drüber. Und jetzt klebe ich mir das Ganze nochmal an. Also Flüssigkleber drauf. Platt drücken. Deckel drauf. Jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit, ob es wirklich klappt oder ob das wieder nur so eine Idee war von mir. Und jetzt kann ich mir auf der Rückseite wieder den Deckel so ein bisschen zurecht drücken, dass das schön aussieht. Ups, bin ja nicht im Bild. So. Und teste das jetzt mal aus. Klebe den hier auch mal hoch. Also man kann das schön von hinten andrücken. Hier batzt jetzt mir ein bisschen Kleber raus. Aber da wollte ich unbedingt, dass es besonders gut hält. Also das ist eine gute Möglichkeit, finde ich, für die Lasche. Weil wir machen nachher in den unteren Bereich noch Magnete rein. Und so ist die Lasche oben drüber. Und es sieht innen ein kleines Mini-Mini-Pitzelchen schöner aus. Aber nur ein bisschen, weil man die Lasche da nicht so sieht. Hat man jetzt so eine kleine Dulle. Hier sieht man das. Das hat man jetzt halt hier oben, aber nicht mehr, wenn man die Box aufmacht. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Jetzt ist meine Box getrocknet und ihr seht schon, wenn ihr das jetzt testet, habt ihr schon diesen tollen Mechanismus. Es klappt super, ist so schön, macht so viel Spaß. Und jetzt geht es noch ein bisschen an die Deko und wichtig ans Magnete einarbeiten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist was, was ich immer vergesse. Aber vorher stempeln wir noch ein bisschen. Und dazu nehme ich mir das Stempelset Zauberhafte Grüße, weil das einfach viele schöne kleine Grüße hat, hat diese Bestellnummer und es hat auch noch ein paar Blumen. Also egal was ihr nehmt, achtet darauf, dass ihr Blumen oder Hintergrundmotive habt, müssen keine Blumen sein, aber Zweige oder irgendwas, zum Beispiel das ewige Grün. Nee, wie heißt es? Ich sage immer falsch, für alle Zeit hast schöne Zweige, das wäre dann natürlich auch super. Und hier sind halt viele kleinere Sprüche drauf, die da ganz gut noch drauf passen und deswegen benutze ich jetzt dieses Set. Wenn ihr andere Sprüche habt, nehmt ihr, was ihr möchtet. Da stanze ich mir jetzt einfach mit der Stanze Briefmarke ein Etikett aus. Das ist quasi meine Dekoration oben auf der Kiste. Und meine 3 Elemente, diese weißen kleinen, habe ich auch schon da. Ich würde jetzt oben drauf auf die Box machen, weißt du was, du bist zauberhaft und stempel das Ganze mal in Farngrün. Wobei ich an der Stelle vielleicht kurz Werbung fürs nächste Video machen kann. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Wir basteln nämlich in deinem nächsten Video diese coole Box, also so ziemlich im gleichen Design. Und da habe ich mir gedacht, der Spruch wäre schön in Lodengrün gewesen. Und deswegen stempel ich mir jetzt den Hauptspruch auch in Lodengrün auf. Mal gucken, ob ich die Bestellnummer habe für euch. Das ist Lodengrün. Das gefällt mir besser. Und die so ein bisschen Design-Elemente, also diese Blümchen und Zweige, die stempel ich jetzt noch auf in Pfirsich.
Pfirsich ist eine alte Farbe. Eigentlich ist das Papaya, aber ich finde, das ist vom Farbton ähnlich. Und ich habe das Papaya nicht. Da machen wir jetzt hier zwei Blümchen drauf. Und dann ist da noch so ein schöner Zweig, der ist jetzt wirklich in Farngrün, dass das auch noch auftaucht hier. So ist quasi die Dekoration für das obere Element. Und dann haben wir noch unsere drei Sprüche für innen drinnen. Da nehme ich jetzt einmal von Herzen. Das mache ich so ein bisschen schief darüber. Und von mir für dich. Von der anderen Richtung. Und jetzt bräuchten wir noch einen dritten Spruch. Da habe ich noch Hallöchen. Und jetzt geht es noch an den Verschluss. Und zwar möchte ich den auch wie bei meinen ganzen Verpackungen jetzt schon mit Magneten machen, weil ich finde dieses Geräusch so toll. Ich liebe das. Ich finde das einfach schön. Aber natürlich könntet ihr auch ein Schleifenband außen drum wickeln oder so und das dann so verschließen. Ansonsten steht euch die Box halt immer so auf. Und mit Magnet, finde ich, ist der halt cool verschlossen. Macht halt auch richtig Spaß. Ich finde das immer cool und deswegen machen wir jetzt hier auch Magnete rein. Dazu habe ich mir jetzt 6 Magnete geschnappt und werde mir die mit Klebepunkten, die mache ich oben und unten hin, die Klebepunkte. Also ich habe immer 2 zusammen und mache mir jeweils oben und unten einen Klebepunkt hin. Setze ich mir die jetzt hier mal auf. Seht ihr das? Das mache ich jetzt erstmal hier rechts und links. Dann klappe ich mir das einmal zu. Mache es auf. Ich drücke da hier auch ein bisschen drauf. Mache es mir auf der Rückseite nochmal, also bei diesem, bei diesem einzelnen Deckel sozusagen von dieser Box, von dieser, wo rechts und links 2 sind. Auch so. Oben und unten einen Klebepunkt setzen und dann einfach zudrücken, aufmachen und festdrücken. So habt ihr jetzt hier, hier und hier immer einen Magneten. Und der muss jetzt eigentlich nur noch dekoriert und versteckt werden. Ich fange jetzt mal mit dem hier an. Und setze mir eben hier das Gestempelte auf und oben drüber dann das Designerpapier. Und beim Designerpapier, da könnt ihr jetzt auch Vorder- und Rückseite nehmen, dass das noch ein bisschen variiert. Also vielleicht hier rechts und links diese farbigen Elemente und in der Mitte dann das andere. Dann hat man da noch so ein bisschen Pep dazwischen sozusagen. Ihr schaut mir jetzt einfach zu, ich mache kurz Musik an und dann seht ihr schon, wie ich das aufklebe. Wenn ihr möchtet, das mache ich eigentlich immer, aber jetzt ist mein Teser schon weg. Normalerweise klebe ich immer noch mal hier einen Teserstreifen drüber, damit es wirklich sicher fixiert ist. Jetzt kann ich es gerade leider nicht machen, weil ich habe schon alles fürs Teamtreffen gepackt und der Teser ist eben auch schon nicht mehr da. Deswegen mache ich es jetzt mal ohne, aber normalerweise ist irgendwie für meine innere Sicherheit immer das Gefühl da, dass ich da einen Teser drauf machen möchte, damit es auch wirklich sicher ist. Und wenn ihr das so ein bisschen andrücken wollt, dann könnt ihr das immer so von unten machen. Also ich klebe jetzt gerade dieses Weiße auf und drücke mir das aber hier von der anderen Seite von unten an, damit es dann auch gut kippt. Genau, und jetzt sieht die ganze Box so aus. Wenn ihr hier aufmacht, haben wir hier unten die Sprüche und oben das Designerpapier und in der Mitte das bunte Designerpapier. Und auf der anderen Seite, auch jetzt andersrum gestaltet, mehr Designerpapier in bunt, dafür eine grüne Fläche und unten das Bestempelte.
Ich finde es total cool. Und jetzt ist nur die Sache, weil irgendwie stimmt es ja nie, wenn man das so oder so macht. Ich klebe jetzt das ganze Design da oben immer noch so ein bisschen schief da drauf, weil dann passt es in beide Richtungen zum Öffnen. Und ich hoffe natürlich, dass die Laschen auffällig genug sind, dass derjenige, der es bekommt, auch weiß, er kann es in beide Seiten öffnen. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man das einfach noch dazu sagt. Genau. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Design. Ich habe jetzt hier einfach eine Stanze benutzt. Diese Blütenstanze mit dem Blatt und mit dem Zweig. Bodengrün wird da jetzt auch ganz gut passen. Das hätte diese Nummer. Dass es noch ein bisschen dunkler ist und noch so ein bisschen absticht von dem Hintergrund. Machen wir mal gleich zwei. Und als Blüte, ja, das ist schon gut, wenn das da so ein bisschen noch, können wir auch zweifarbig machen. Sieht eigentlich auch gut aus. Und vielleicht die Blüte auch nochmal in Lodengrün. Dann ist es noch ein bisschen mehr mit Kontrast. Genau. Was ich hier immer mache und was ihr auch im nächsten Video dann seht, ist, dass ich mir mein Falzbein schnappe und hier so kleine Falzlinien reinmache in den Zweig. Ich finde, es sieht immer noch ein bisschen schöner aus. Und den können wir uns jetzt auch ein bisschen zuschneiden. Also den müssen wir nicht ganz benutzen hier. So in der Art klebe ich mir das jetzt auf. Ich nehme euch noch kurz dran, dass ihr das besser seht. Ich finde, die Deko reicht völlig. Ich würde jetzt da auch nichts mehr drauf machen. Keine Glitzersteine und nichts. Papier ist ja schon sehr lebendig und dann finde ich, passt das genau. Diese beiden Zweige und die Stanze so im Hintergrund und dann so schön. Ich finde, das ist so eine tolle Box. Ich hoffe, euch gefällt die Box total gut. Ich möchte es euch nochmal kurz alle zeigen, weil ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich am Anfang des Videos die Boxen eigentlich gescheit gezeigt habe. Ich nehme mich jetzt nämlich schon das zweite Video auf, eigentlich schon das vierte, weil das erste zweimal nicht funktioniert hat und irgendwie bin ich jetzt total durch und raus aus dem Konzept. Also das ist die eine Box, die ist vielleicht so ein bisschen maritim mit den wunderschönen Papier mit den Muscheln auch drauf. Finde ich total schön. Hier oben habe ich ein bisschen ein anderes Etikett gewählt. Das habe ich noch so ein bisschen gebogen. Hallöchen drauf. Und genau, das ist eben die zweite. Ist vielleicht so ein bisschen mehr Vintage geeignet. Vintage-Stil oder wie auch immer. Vielleicht auch für einen Mann, wenn man jetzt die Blümchen weglässt. Wäre das auch von der Farbkombination schön für einen Mann. Und die, wo wir heute gemacht haben, finde ich schön farbenfroh und frisch. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Farben. Und auch der innere Bereich gefällt mir sehr gut. Schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich bin wirklich happy mit der Box und bedanke mich von ganzem Herzen für diese wunderbare Idee. Die finde ich so, so schön. Dankeschön. Und möchte euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln wünschen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke. Dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ wird was Neues. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, das nächste Mal ist diese Box dran, die ist auch sehr, sehr schön und ganz einfach gemacht. Schaut, wenn es soweit ist, online hier, verlinke ich es euch mal. Wenn es dann online ist, dann könnt ihr auch noch eine andere Variante von einer einfacheren, aber auch wunderschönen Box machen. Und schaut da gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Kreativ etwas Neues. Tschüss!